Militärflugplatz Payern, rund 50 Kilometer südwestlich von Bern. Hier starten die Jets der Schweizer Armee zu Trainingsflügen. Noch höher hinaus will in ein paar Jahren ein Space Shuttle, der in Payern gebaut werden soll. Fast jeder soll sich künftig den Weltraum leisten können. Space for all, der Weltraum für alle, ist das Motto der Firma Swiss Space Systems, kurz S3, die den Space Shuttle bauen will. Den Schleudersitz getauscht mit dem Chefsessel von S3 hat Pascal Liaussi, ehemaliger Militärpilot und Ingenieur. Wir machen nicht von null und deshalb wir gewinnen Zeit und viel Geld. Und das Geld kommt von den verschiedenen Partnern. Wir haben Partner, sie kommen mit Geld, andere kommen mit Ingenieur, die andere mit Stück von Flugzeug, manchmal drei Teile, nur zwei. Und das ist sehr wichtig für uns. Die Idee? Ein Airbus transportiert den unbemannten Shuttle Huckepack in 10 Kilometer Höhe. Von dort steigt die Raumfähre mit ihrem eigenen Antrieb auf 80 Kilometer. An Bord Kleinsatelliten mit einem Gewicht bis zu 250 Kilogramm. Die Fracht wird ausgeladen und mit einer Rakete in eine Erdumlaufbahn geschossen. Zu den künftigen Kunden von S3 sollen beispielsweise Universitäten zählen, die Satelliten zur Erderkundung bauen. Diese Makete ist auch aktuell auf 1 zu 10. Und die richtige Shuttle ist 16 Meter lang und 13 Meter breit für 30 Tonnen. Das ist schon die Größe von einem kleinen Jet, einem Business Jet. Im März 2013 wurde das Unternehmen S3 in Payern lanciert. Prominenter Pate, der Schweizer Astronaut Claude Nicollier. Sollte relativ billig sein, um eine gewisse Anzahl Kilogramm in die Umlaufbahn zu bringen. Und es hat natürlich die Flexibilität. Also man kann so ein System operieren von vielen Flugplätzen. ETH Lausanne. An der Technischen Hochschule verfolgt man die Pläne der Schweizer Firma mit Interesse. Ein Shuttle-Start soll dereinst nur 8 Millionen Euro kosten. Viermal weniger als ein Raketenstart mit gleicher Nutzlast. Ich glaube, das hauptsächliche Risiko ist, neben der technologischen Herausforderung, ist ein finanzielles Risiko. Wird es möglich sein, die Dienstleistung zu bieten, zu dem Preis, wie sie jetzt angepriesen wird? Wie hoch die Erfolgschancen sind, lässt sich schwer abschätzen. Würde der Raumfahrtexperte darauf wetten, dass es je einen Schweizer Space Shuttle geben wird? Ich wette eigentlich nur, wenn ich sicher bin, dass ich gewinne. Und da jedes Projekt auch mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit verbunden ist, würde ich wahrscheinlich nicht darauf wetten. Aber ich würde investieren und ich würde mitarbeiten, dass es ein Erfolg wird. Zurück in Payern. Neben den Militärjets soll hier bereits 2017 ein Airbus samt Raumfähre für erste Testflüge abheben. Und schon heute warten vier Kunden auf einen Shuttle-Start. Die Ingenieure von S3 stützen sich bei ihrer Arbeit auf Entwicklungen der Raumfahrtbehörden NASA und ESA. Diese haben bereits vor Jahrzehnten an ähnlichen Shuttle-Projekten gearbeitet, sie aber aus Geldmangel wieder gestoppt. Nun werden die bereits entwickelten Technologien neu kombiniert. Noch arbeiten erst ein paar Dutzend Leute bei S3. Doch die Firma hat ein Budget von 200 Millionen Euro und plant einen schnellen Ausbau. Wir haben die Wissen in Schweiz, das ist verrückt, was wir haben als Wissen in 200 Kilometer von Bern und von Bayern. Wie viele Ingenieure und wie viele Leute, motivierte Leute ich kann finden. Und das ist eine Chance. Auch das Solarflugzeug von Bertrand Piccard startete in Payern zu Testflügen, bevor es weltweit Schlagzeilen machte mit der Überquerung der USA. Direkt neben dem Flugfeld in Payern steht der Hangar für Solarimpuls. Geht alles nach Plan, entsteht hier in den nächsten zwei Jahren auch die Halle, in der die Schweizer Raumfähre zusammengebaut wird. Richtung Weltraum starten soll der Shuttle dann von Flughäfen in Malaysia oder Kanada. Beim Rücktransport seines Solarflugzeugs aus den USA freut sich Flugpionier Piccard schon jetzt über die neuen Nachbarn in Payern. Jetzt die großen Nationalagenturen wie NASA und ESA haben nicht genug Geld,
Und es ist unglaublich interessant zu sehen, dass es ist private Gesellschaften, die senden die Raketen. Die Space for All ist ein neues Privatprojekt. Und ich glaube, es ist wunderbar, weil es ist in der Schweiz. So die Schweiz ist zurück im Hall. Noch ist es nicht so weit. Doch bereits 2018 soll neben den Militärjets auch der Schweizer Space Shuttle von regelmäßigen Ausflügen ins All zur Erde zurückkehren.